Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahmesession Star Wars Knights of the Old Republic 2, die Sith Lords. Wir waren letzte Folge hier vor dem Club, wie auch immer der nochmal hieß, stehen geblieben. Und wollen da jetzt auch erstmal rein, wenn ich die richtige Steuerung finden würde. Genau da ist es. Ich habe natürlich immer noch hier meinen Atemschutz auf. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber. Ja, die Typis sind jetzt übrigens auch weg. Die Tür da ist übrigens immer noch zu. Wo ich immer noch nicht weiß, wie man da reinkommt. Vielleicht finden wir es ja noch raus. Jack Jack Tabar. Da wollen wir hin. Da war wir schon zweimal vorher drin. Einmal habe ich aber rausgeschnitten. Ah, endlich ist es soweit. Ich dachte schon, ich muss noch mehr Zeit und Ressourcen vergeuden, um noch einen Köder auszulegen. Aber die Jedi ist ohne Schutzanzug gekommen. Wirklich sehr mutig. Mögen die Dämpfe der Jack-Jack-Tar den Jedi für uns überwältigen. Hört mir zu. Lehrt eure Gedanken. Ich kann nicht atmen. Hört auf zu atmen. Nährt euch an den winzigen Luftreserven in euren Lungen. Die Macht hält euch am Leben. Lauscht der Macht. Lasst euch von ihr am Leben halten, bis ihr euch in Sicherheit bringen könnt. Du hast eine neue Machtfähigkeit gelernt, Atemkontrolle. Sie schützt dich vorübergehend vor Vergiftung, kostet allerdings Machtpunkte. Es ist eine alte Technik, ähnlich der heilenden Trance. Viele Jedi können ihren Atem Stunden oder Tage anhalten. Jedi stark, nicht einmal die Luft dieses Ortes vermag ihn zu fällen. Diese Fähigkeiten beginnen mich zu langweilen. Diese Feinheiten beginnen mit Langweilen. Sagt allen, dass der Jedi, der wahre Jedi, eingetroffen ist. Ändert sie, wenn nötig, an den Preis. Soll den Jedi stoppen können? Er scheint sich spielen durch sie durch. Hanna, verkauf mich nicht zum Narren. Sie können den Verband nicht töten, sie können ihn nur schwächen. Aber schweigt und lasst uns alles weitere auf den Monitoren verfolgen. Mit der Fähigkeit Atemkontrolle bekämpfst du eingeatmetes oder auch oder über die Haut aufgenommenen Giftgas. Jetzt die Fähigkeit an Jack Jack Tar zu überleben. Na gut, ich kann eigentlich auch so überleben, aber auch egal. Wo ist jetzt die Atemkontrolle? Da. Speicher auf jeden Fall nochmal ab. Gut, wir können zwar theoretisch eigentlich auch so überleben hier drin. Haben wir ja schon mal geschafft. Die beiden jetzt ja zum ersten Mal drin. Pause. Ich muss ihn überdringt mal wieder hochheilen. Ich bin fast tot. Das schaffe ich nie im Leben, das schaffe ich nie im Leben. Ja, wie viel sind das noch? Jetzt gespeichert, ich habe jetzt nicht vorhin auf Speichern gedrückt. Hier an der Stelle. Genau hier. Ja, geh weiter, Mann. Bleib da nicht so doof stehen. Alter, läuft stundenlang gegen den Typen gegen. Ah, meine Güte, ey. Wie komme ich denn da jetzt wieder raus, ey? Machen wir es jetzt anders. Ich muss mich kurz wieder hochheilen. Geht nicht anders. Jetzt geht das zwar wieder nicht richtig, aber ist mir jetzt egal. Ich muss eben jetzt klicken. Ah!
versehentlich auf den falschen Knopf gedrückt zum Speichern. Ich wollte eigentlich Pause drücken und nicht speichern. Vorhin. Hier an der Stelle. Am Anfang schon, da wollte ich speichern, aber nicht hier. Da wollte ich Pause drücken. So, das war's. Toll, das war's jetzt. Plasma-Granate. Was habt ihr noch? Habt ihr vielleicht irgendwas Sinnvolles dabei, was ich brauchen kann? Nein. Da ist auch noch ein Feind. Da ist das Kämpfen wieder verbuggt, aber ist mir jetzt egal. Das Leer hatte ich hier schon ausgesammelt, hier alles. So. Wir müssen da hinten hin. Ach komm, wenn wir gerade schon dabei sind, kann ich auch nochmal so machen. Was greifen die alle an? Heißt kurz gesagt, durchkämpfen jetzt hier. Die Attacke weggemacht? Okay, einsammeln. Sicherheitsbebrückung. Oh, jetzt packe ich hier fest. Kacke. Jetzt geht's wieder. So, ich habe kurz mal wieder das Programm gestartet, dass das Bild festgehalten wird, wenn es zu viel sind. Also zu viel FPS werden. Wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass das Spiel anscheinend nicht mit so hohen FPS-Zahlen klarkommt. Was ich aber echt geil finden würde, wäre wie ein Esveto eine Heilfähigkeit. Und zwar eine, die einen voll heilen kann und nicht nur halt so ein bisschen mit der Macht. Wenn ich keine Macht mehr habe, kann ich mich auch nicht mehr heilen. Und diese Heilfähigkeit heilt nicht so viel. So. Alles schon weg? Oh, ich hasse das eh. Hier noch was drin? Ich denke, eigentlich habe ich alle Dinge ausgeräumt gehabt, aber man weiß ja nie. Okay, jetzt habe ich sogar noch ein Level. Und damit könnte ich mich im Notfall hochheilen, wenn ich muss. Das hat jetzt nicht ernsthaft nicht getroffen. Okay, ich heile mich jetzt doch mal hoch. Alter, wir sind sowas von hell. Am Anfang haben wir so viele dunkle Entscheidungen genommen. Wundert mich jetzt, dass ich so schnell wieder hell geworden bin. Okay. Oh, ist doch noch was drin. Aber es ist nicht an allen Kisten dran. Okay, rein da. Der Verdammte ist weit gekommen. Zu weit. Jeder ist ein Jäger. Ihr habt einen Köder ausgelegt und sitzt nun selbst in der Falle. In der Falle? Nein, Hanna. Wie ihr wisst, verlaufen unter den Jack-Jack-Tar viele Rohre und Schächte. Wir haben Mira erst durch einen der Schächte hier gejagt.
Es ist wahr. Ihr habt entdeckt, eine Basis, um die Jedi eine Falle zu locken. Ja, das ist ein privates Heiligtum. Vollgestopft mit Jägern, die darauf brennen, den Jedi zu fangen. Genau wie ich und ihr. Sie eignen sich hervorragend, um die Jedi zu fangen. Sie werden einfach warten, bis die Gase ihn niederwerfen. Werde ich euch zu eurer Basis folgen und euch helfen, den Jedi zu fangen. Trotz allem sind wir momentan Verbündete. Ihr dürft mich nicht verraten wie die anderen Jäger. Oh, in der Tat, Hanha. Gegen diesen Feind kämpfen wir Seite an Seite. Aber es gibt keinen Grund, warum wir noch bleiben sollten. Wir in den unteren Ebenen des Jack-Jack-Tar warten, fernab von diesen Unannehmlichkeiten. Ja, und wir werden sehen, ob der Jedi folgt. Okay, also ich renne euch gerade hinterher, ne? Auch wenn mein Spiel gerade nicht so funktioniert, wie ich es will. Also richtig. Es kann auch sein, dass es irgendeine Einstellung ist, die man mit der gleichen Tastenkombination aktiviert, aber ich finde dazu ja nichts. Wenn ich jetzt mal ganz kurz hier mal in den Einstellungen mal schaue vom Spiel. Tastenzuweisung. STRG. Guck mal, für Pfeil nach oben und für Umschalt ist nichts festgelegt. Von daher, da kann eigentlich nichts falsch sein. Spiel, Pause. Warte mal, L. Nachricht? Was ist der Nachrichtenbildschirm? Kenne ich gar nicht. Achso, das ist der Logs. Ging aber letztens nicht. Auftrag, Zeug. Tab Anführer wechseln, Solo-Modus, Tarnung. Tooltips, F5, schnell laden. Nee, also für Umschalt oder Pfeil nach oben Taste gibt's nix. Das muss ein Bug sein. Weil es ist keine Taste für sowas festgelegt. Und wenn dann schon, müsst ihr der gleiche Tastendruck das ja wieder rückgängig machen. Oh, ich habe die beste Heilung. Das ist nice. Diese ständige Gewarte hier. Diese ständige Gesuche nach irgendwelchen Fähigkeiten. So. Ja, du musst es jetzt nicht 20 Mal aktivieren, die Fähigkeit. Einmal hätte genug gereicht. Komm, so, zack. 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 So, speichern. Oh, ich hätte erstmal die Überreste aufsammeln sollen. Okay, Blaster, jetzt speichern wir nochmal. Oh, wer bist du denn? Gut, dass die Kamera auch automatisch direkt dahin geht. Okay. Da sind auch noch welche. So, jetzt gehen wir gleich in den Privatraum da rein. Ich hoffe, es kommt nichts Schwieriges, weil dann habe ich jetzt nämlich ein Problem. Sei denn, es kommt ein Ladebildschirm, was geht eigentlich nicht, weil hier die Karte weitergeht. Okay. Ziemlich kalt. Das Ding ist leer, da war jetzt nichts mehr drin. Da ist noch was. Okay, gamorianisches Beil. Bringt vielleicht auch was. Gut, dann rein da. Privatlounge. Hallo. Bitte, ich flehe an. Tut uns nichts. Ganz ruhig, ich tue euch nichts. Wo ist Visquis? Bitte, ich will keinen Ärger. Hinterausgang. Geht's mit der Ausgang. Dort findet ihr, was ihr sucht. Unser Meister, seine Privatkammer ist unter der Jack-Jack-Tar. Er zieht sich oft dorthin zurück. Wir reden sonst noch was ich über seine Privatkammer wissen sollte? Fallen, Sicherheitssysteme? Mehr kann ich nicht sagen.
Wenn er uns die Kameras beobachtet, wird er mich uns töten, da ich mit euch geredet habe. Okay. Bringt euch in Sicherheit, ich kümmere mich um euren Meister. Okay. Immerhin keine Gegner hier. Zumindest erstmal noch nicht. Ich sag mal, kannst du hier noch die Chemikalien ein? Hier in der Mitte müsste ja auch was sein. Nicht? Ich will euch antut uns nichts. Ich hab nichts zu tun. Ich will euch doch nichts zu tun. Ich bin Jedi. Okay, da ist noch eine Tür. Dann durch da. Das ist eure Festung. Sie ist gut verborgen. Ja, und komm, niemand hier rein. Wenn ich es nicht will, ich wähle mein Reservegehör hier nicht aus. Und auch meine Opfer. Wir können uns hier frei unterhalten, genau wie in Jack Tar. Ich lebe hier beobachtet von meinen Söldnern, weit weg von Gottes Augen. Ihr vertraut diesem Urhebe, dass ihr sie hier duldet? Selbst durch ihre Schutzanzüge riecht man ihren unkontrollierten Hass. Auch sie gehorchen meinen Befehlen. Sie ist gut ausgebildet, diszipliniert und verachtet die Jedi. Heil Unannehmlichkeiten, als die Republik ihre Welt in eine radioaktive Kugel verwandelte. Und Jedi haben keine Wahl. Was für eine Tragödie, und aus solchen Tragödien werden Waffen und Werkzeuge geschmiedet. Vertraut auf ihren Hass, nicht auf ihre Fähigkeiten. Sie sind unkontrollierbar. Jedi wird sie töten. Seltsam, du klingst beinahe hoffnungsvoll, Hanha. Oder spüre ich da etwa Sorge? Aber du erwartest zu viel. Dieser Clan hat geschworen, sich an allen Jedi zu rächen. Sie brennen darauf, sie zu jagen und zu töten. Der Jedi wird sie alle töten, kurz und schmerzlos. Die Suebes können die Schlacht, aber sie wissen nicht den Krieg wie die Jedi. Wir werden sehen. Aber komm, Hanha, ich habe etwas für dich. Als Zeichen meines guten Willens. Dann können wir uns die Zeit vertreiben, während wir den Jedi auf den Jedi warten. Alles klar. Etwa Kuchen. Okay, zwei Türen. Ich habe keine Karte. Oh! Wir haben keine Karte. Ich nehme mal die goldene Mitte. Okay, da sind auf jeden Fall Minen. Ich gehe mal geradeaus. Scheint so eine Art Labyrinth zu sein. Da ist noch eine Mine. Können wir auch nochmal durch? Okay. Scheint wirklich so eine Art Labyrinth hier zu sein, ne? Jede Menge Minen, die könnte man eigentlich theoretisch mal alle mitnehmen. Aber wir wissen nicht, wo man die gebrauchen kann. Hier ist eine Leiche. Ich gehe mal einfach mal immer in eine Richtung. Gibt ja so ein paar Labyrinth-Tricks. Loons Leiche. Ein Datenpad. Okay, lesen wir uns mal durch. Zuerst friert die Karte ein, dann werde ich von einer Splitterbombe getroffen, die mir in das Bein, die mir das Bein zerfetzt. Wer hat die denn hier unten angebracht? Fera muss mich in die Falle gelockt haben, oder jemand will hier unten etwas beschützen. Wenn ich noch gehen könnte, würde ich die Minen einsammeln und mit ihnen eine Spur legen, aber das schaffe ich nicht. Anscheinend wird Voga seinen Speis doch nicht bekommen. Bei diesem Dampf werden sie in einer Stunde in ihre chemikalischen Bestandteile zerfallen sein. Okay, so wird es jetzt irgendwie einen Hinweis geben? Okay, hier ist Schluss. Speicher nochmal ab. Oder speichern ist jetzt ziemlich unnötig, ist aber auch egal. Okay, ich gehe mal immer nach rechts. Das scheint geholfen zu haben. Hochsicherheitstür. Wir verschwenden Zeit. Wir müssen uns auf den Jedi vorbereiten. Geduld, Hanha. Das Gas in den Gängen wird das Jedi-Problem für uns lösen. Abgesehen davon findet jemand, der die Gänge nicht kennt, den Ausgang nie im Leben. Der Jedi wird einen Weg finden. Er hat schon Schlimmeres überlebt. Ihr haltet wohl sehr viel von diesem Jedi. Selbst wenn der Jedi den Ausgang erreichen sollte, die Tür kriegt er nie auf. Er kommt also weder in Jack Tar noch in meine Festung. Er müsste von ihm geöffnet werden. Und selbst wenn das geschehen sollte, würden meine Wachen erledigen, was das Gas nicht geschafft hat. Oh, hallo. Die Person mit der Kalio-Stimme.
Amira, ich bin froh, dass meine Fallen keine dauerhaften Spuren hinterlassen haben. Offenbar hat unser Jedi-Freund ohnehin beschlossen, hierher zu kommen, um euch zu suchen. Ist das nicht rührend? Es wird nicht lange dauern, bis der Jedi bewusstlos in den Gängen liegt. Und dann geben ihm meinen Uebis den Rat. Aber in der Zwischenzeit muss ich als Chef dieses Sektors dafür sorgen, dass mich niemand betrügt, weil loyalen Getreuen belohnen. Mira, ich denke, ihr kennt jenen dort. Jedenfalls kennt er euch. Hanha, ich habe Geschichten gehört, dass ihr Menschen in zwei Hälften getreten habt. Nur keine Hemmung. Ich habe eh die Waffen gelassen. Schließlich soll sie nicht zu schnell sterben. Wir können uns die Kopfgeldjäger nicht sehen. Und hier wird meine Schuld enden. Hör zu, Hanha. Ich will dich nicht töten, aber wenn du nicht sofort aus dem Weg gehst, tue ich's. Ihr könnt mir nicht drohen. Ihr habt nicht die Kraft, mich zu töten, kleines Mädchen. Niemand wird euch retten. Euer Jedi-Freund sitzt unter diesem Ort in der Falle und wird sterben. Wenn ihr das Kopfgeld wollt, rettet euren Jedi. Aber erst müsst ihr an mir vorbei. Mira setzt seinen temporären Charakter. Besiege Hanha, fliehe aus der Arena und lasse den Jedi in Viscous Festung. Okay. Miras Raketenwerfer feuert Granaten, Pfeile und Raketen ab. Darüber hinaus löst sie keine Minen aus. Ja, gut zu wissen, ich speichere auf jeden Fall ab. Die Folge Star Wars Knights of the Old Republic 2 ist leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zu Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und wenn du in die Mitte klickst, kannst du meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, möge die Macht mit euch sein. Ciao.